Hier spricht Ustra und wir sehen uns wieder bei Harvest Moon Back to Nature. Ich bin nicht allein hier, bei mir ist natürlich Miu. Hallöchen. Hallöchen. Und ich habe auch mein Wauzi wieder dabei. Hallo Wauzi. Ich muss auch immer aus dem... Will. Süß. So, was gibt's denn morgen? Für Wetter natürlich. Sonne. Strahlender Sonnenschein, das ist gut. Und ich wollte mal gucken, am Samstag ist irgendein Fest, also sprich morgen im Game. Wir haben erst den 13. Ja. Hammer. Frühlings- schon den 15. Oder? Frühlingsernte-Dankfest. Gib Mädchen Kekse, um ihnen deine Zuneigung zu zeigen. Ja, ich habe nur keine Küche und kann nicht backen. Deswegen wird das ein bisschen schwierig. Kekse. So. Hätten wir das auch geklärt. die Bürste nehme ich mit. Dann nehme ich noch der... Nee. Es ist am Regnen. Den Umber nehme ich mit. Ja, hört man noch gar nicht. Deswegen frage ich ja nochmal. Vielleicht verhöre ich mich ja. So, und das Erste, was uns natürlich interessiert, ist natürlich, ob es unseren Blumen gut geht. Die sind hier unten. Und das funktioniert. Das ist gut. Erfreulich und gut. Erfreulich und gut. Genau das. Oh, mein Hals ist zu. Naja, was tut das Huhn da? Twerken. Twerken. Come on, let's dance. Oh yeah. Warum mussten wir das Video nennen? Ich twerke nicht. Wolltest du es jetzt mal eben anmerken? So trocken einfach nebenbei sein, deswegen musst du so lachen. Ich glaub nicht. So. völlig ernst. So, ab zu Listi. Ab zu Listi. Listi, du bist der beste Freund des Menschen. Ich dachte, das sei ein Hund und nicht ein Pferd. Hinterher kriegt er Satteltaschen. Was hat das damit zu tun, ob der der beste Freund ist? Oh, schön die Astimöche. Ja, genau. Sehen Sie an, Lissi wird schnell groß und stark. Dir fällt auch nie was anderes zu ihm ein. Nö, das ist ein Standardsatz. Ich wollte es ja gar nicht haben, der Bauer hat mir das ja gegeben. Oh, ich find's aber gut, dass du das hast. Den Hammer habe ich mit. Ja, da könnte ich ein bisschen... Ah, stuck! Nee, ich mach gar nichts. Ich gehe mal eben hinten in den Wald und hol mal... Sieh mal, dass du nichts tust. Danke! Ich wollte mal hinten in den Wald gehen. Blümchen holen? Den restlichen Sabber da holen. Und wie immer kann ich die Leute nur animieren, wenn ihr hier mehr und verschiedene Sachen sehen wollt. Und von mir aus, dann lasse ich den ganzen Hof verrecken. Wie auch immer, aber ich brauche eure Stimmen, eure Kommentare. Sonst macht das Ganze keinen Sinn, wenn ich einfach nur dumm vor mir her zocke. Deswegen gibt es das im Moment nur einmal die Woche. Wenn da mehr Kommentare kommen, dann kommt es das auch gerne zweimal die Woche. Dann gibt es das nochmal im Mittwochstermin oder so, aber im Moment lohnt sich das nicht. Ihr seid schuld daran, wenn der Hof untergeht. Oder halt, wenn er im neuen Glanz erblüht, dann könnt ihr auch schuld daran sein. Und welche Frau ich heiraten werde und. Oder ihr sagt, ich habe einen coolen Namen, nenn doch mal das nächste Hugo. Ich wollte gerade das schlechte Gewissen anregen. Dann mach das doch nochmal, komm. Nein. Los. Nein, du hast es versaut. Hopp. Nein. Doch. Nein. Versuch's nochmal. Nein, wir holen jetzt die Blümchen. Okay. Aber dann reden wir nochmal über schlechte Gewissen. Was irgendwie keiner zu haben scheint. Ich meine... Schämt euch! Echt. Schreibt mal Kommentare oder so. Sagt eure Meinung. Ist ja nicht wichtig oder so. Interessiert keinen. Ja gut, das Gaming ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber eine Meinung ist schon... Siehst du, und hier ist freie Meinungsäußerung. Ja, genau. Aber das will irgendwie keiner. Ich zwinge euch jetzt alle zu kommentieren, dass ihr Popori wählen sollt. Oder vielleicht, es gibt ja noch andere Sachen. Zum Beispiel, es gibt ja hier ganz viele Dorfbewohner. Und wenn ich im Dorf bleiben möchte, muss ich mich mit denen auch anfreunden. Das heißt, da gibt es so viele, soll ich mich mit dem Bürgermeister anfreunden oder mit irgendjemand anders, dann müsst ihr mir das auch sagen. Dankeschön. Gerne. Machen wir dann. Gefällt dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Du bist auch langweilig. Das ist dein Geheimnis, okay? Was jetzt genau davon? Wie viel Futter haben wir denn für mein Hühnchen? Dass sie dich und deine Farmarbeit langweilig 13, findet. Okay, da kriegen wir bis nächste Woche kriegen wir das noch hin, auch mit 2 Hühnern. Obwohl, Küken muss man hier ja noch nicht füttern. Echt nicht? Das Küken wächst auch ohne Futter auf. Ich meine, das muss ja nicht dick werden oder so. Nein, warum? Oder ich will das ja auch nicht schlachten. Ja, du bist ein sehr guter Hühner. Ja. Herrscher. Ja, ich bin der Hühner. Ich bin der Hühnerherrscher. Das Kind finde ich gut. So nenne ich auf jeden Fall die Folge. Hühnerherrscher. Nummer 1.
Ich meine, deine Hühner twerken, also bitte. Ja, oder kann ich da nicht für? Who's your daddy? Und sie haben dich so bei mir abgeguckt? Oh, Ostra, was ist denn los? Hast du schon wieder ein Wehwehchen? Farmarbeit ist hart, nicht? Man braucht viel Kraft. Aber mit diesen Muskeln schaffe ich das mit links. Guck dir das an. Danke dir, juhu, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. Ich würde auch mein Hemd aufreißen, nur ich habe nur dieses eine. Okay, okay. Jetzt wird's wieder zu viel. Ich wollte es ja nur betonen. Nein, sei nicht traurig, Ostra, später nochmal. Okay, später nochmal. Gut, was gibt's denn hier? Ja, ich könnte Rice Baby kaufen. Rice Baby Rice. Rice? Wofür? Ja, für morgen, dann kann ich irgendeinem Frauchen nochmal was schenken. Verschlossen. Frauchen? Du hast gar keins. Nee, irgendwie nicht. Geschenkpapier, Blödsinn. Wie viel kostete nochmal dieser sensationelle Korb? Der Korb. Der Korb. In dieser Tonne kannst du eine Menge Zeug transportieren. Ich finde, das sieht eher aus wie ein Korb. Ein Korb, verzichten. 5000 kostet der. Wir haben gerade nicht so unbedingt das Geld dafür, aber wir können, morgen ist Samstag, das heißt morgen früh stehen wir in aller Frühe auf, dann rennen wir zum Feld. Meer, genau, richtig gut erkannt. Da rennen wir zum Meer und holen uns die Angel, weil das geht am Wochenende morgens. Ich bin gut. Gut. Ja, ne? Finde ich erstaunlich gut, dass wir da dieselbe Sprache sprechen. Ja, du musst das Skript mal ändern. Ja, ja, ich... Ich habe immer so... Improvisationstexte steht ja da. Ja und? Da. Muss ja auch reichen. Da steht da mal Mio, improvisier. Ja und? Ich denke mir das auch alles vorher aus, was ich hier mache. Was? Was? Nein, wir hackern jetzt nochmal ein bisschen hier in unser Feld. Das ist diskriminierend. Was hab ich denn gesagt? Du hackernst. Nein, ich hab gesagt, ich hake. Nein, du hast gesagt, du hackernst. Nee. Ja, egal. Hab ich nicht gesagt. Das hab ich nicht gesehen, warum? Hä? Das ist doch diskriminierend. Manche Leute heißen Hakan. Der ist doch nicht schlimm, ich hake doch trotzdem mein Feld. Ich wollte damit niemanden angreifen, das ist mir jetzt wirklich nicht aufgefallen. Gut. Ja. Mein zweiter Vorname ist Hakan. For real? Wäre auch nicht schlimm. Aber es klang so, deswegen. So. Du bist voll auf Geld aus, oder? Hm, ja, klar, ich brauche ja... Ich muss ja ein bisschen mal hier... Letztes Mal war doch da der Eingang. Ist ja, mal anders, das ist oder? Random. So. Weißt du? Random. Oh ja, die Steine möchte ich auf jeden Fall behalten. Kalom, das war der Tisch. Ja, man muss ja mal ein bisschen Bergarbeit betreiben, wenn man in seiner Freizeit nichts zu tun hat. Überarbeite dich nicht. Mach ich nie. Du weißt, diese Muskeln müssen erst wachsen. Das ist gar nicht wahr. Die sind riesig. Ja, aber... Wieder Geld, yay. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, trotzdem kannst du nicht lange arbeiten. Na gut, das stimmt. Sie sind nur gepumpt. Aber ich keinen Bock hab. Oder das. So, nein, ich muss noch ein bisschen... Ja, Silber nehmen auf jeden Fall mit. Wie wär's mit Gold? Das Kupfer? Kupfer schmeißt du einfach weg, oder wie? Schmeiß ich einfach wieder hin. Lohnt sich gar nicht. Guck ich schnell an. eklig, Kupfer. Pack ich mit der Kneifzange an. So, das ist nochmal Silber. Ja, das können wir nochmal nehmen. Dann können wir hier das Kupfer nochmal wegschmeißen. Ja, aber hast gesagt, du guckst das nicht an. Packst du es aber mit ein, ne? Ja, wenn ich... Ah, oh! Na, da wollte ich nicht hin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist relativ wertvoll. Dann schmeißen wir nochmal einmal Silber weg. Nee, das gucken wir nicht an. Das gucken wir ja, nicht weil an. Hier sind wir tief genug, dass man jetzt hier wirklich sagen kann, hier gibt es ohne Ende... Gold? Erze. Ach so. Gold finde ich ganz nett, wenn wir das mehrmals... Oh, was ist das? Das ist dieses. Du darfst mal lesen. Cool. Mithril. Kann im Bergwerk abgebaut werden. Dieses Metallerz braucht man zum Aufrüsten von Sichel, Hacke, Axt, Hammer. Das ist ein anderer Schrott. Richtig. Dann packen wir das Silber mal weg. Alright. Mithril ist natürlich mega geil. Das finde ich extremo mondo selten. Nein. Ja. Okay. Dann gehen wir raus. Ich will ja auch nicht zu viel mit meiner super Bergwerk-Skill-Kunst hier. Genau. Glänzen. Genau. So, wir sollten mal in die Stadt gehen und vielleicht eventuell mit den ein oder anderen Leuten noch reden. Ich könnte vielleicht auch sollten Leute, wir auch ins Gasthaus gehen. Jetzt? So früh schon? Nein, heute Abend. Ja? Ich müsste dann eigentlich auch Geschenken machen den Leuten. Aber ich habe noch so viel Zeit eigentlich. Also, spieltechnisch gesehen.
im Verlauf der Dinge. Wir reden mal mit dem Gott, oder wie der hier heißt. Gott? Das ist der Meister, mit dem wir noch gar nicht geredet haben. Das ist so ein bärtiger Almöhi. Der, aber du willst nach 3 Jahren hier noch weiter leben dürfen. Ich meine, du redest... Immer abfällig über jeden der Charaktere, ja und? Ich bin auch sehr bezogen auf meine Farm und mein Leben. Wie, der ist nicht da? Ist der nicht? Ja, siehst du. Ach, da ist er. Der hier. Ach, der. Hallo, wie geht's? Mit dem haben wir doch schon geredet. Kannst du Holz kaufen und den Hühnerstall erweitern. Was kostet das denn? Wenn du den Hühnerstall erweiterst, kannst du 5 zusätzliche Hühner unterbringen. Das ist geil. Und du hast Platz für 2 Brutöfen. Entschuldigung. Ja, wie viel kostet das? Für die Erweiterung des Hühnerstalls benötigst du 5000 Gold und 420 Stücke Holz. Willst du's? Ich will's! Aber ich habe kein Geld. Naja, man könnte ja auch mal Ja drücken. Vielleicht, was kommt dann raus? Dann meckert er dich. Ah, okay. Wir haben gerade die Chance, weil ich mich gerade verklickt habe. Willst du es? Willst du dies? Ja, ich will es. Ja. Und sagt er? Nicht genug Geld. Bom, 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 bom. Wenn du den Hühnerstall erweiterst? Also, ah, jetzt ich bin hier in einer... Klickst du da immer wieder drauf? Ich bin hier in einer Zeitschleife gefangen. Komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Okay. 10 Minuten später. Ja. Ist immer ein bisschen... passiert doch mal, oder? Kann man doch mal passieren, dass man da 15 Minuten draufklickt. Na und? Jetzt wissen wir auf jeden Fall alles, was wir über die Hühnerstallerweiterung wissen wollten. 3-mal sogar. Ja. Oh, das tut mir leid. Ich wollte dich nicht mopsen. Mops. Ist ja nicht schlimm. Wir kloppen nochmal. Oh. Siehst du? Keine Muskeln lassen. Grippostat. Da muss ich erstmal in die heiße Quelle gehen, damit wir auch morgen früh aufstehen können für die sehr liebreizenden jungen Damen, um ihnen Kekse sich auch zu backen. Schön an? Nein. Hm. Nein, das ist ein ganz normaler Tag eigentlich. Erstmal ein bisschen knacken. Ich meine, es regnet, du gehst in die heiße Quelle, hast kein Dach. Bist schon erkältet, aber ja, ganz ist egal, das warme Wasser hilft dir ja trotzdem, oder nicht? Was meinst du? Ich meine, wenn ich im Schwimmbad im warmen Wasser draußen bin und es regnet, erkälte ich mich trotzdem. Warum? Wenn das ganze Wasser richtig warm ist, warum sollst du dich erkälten? Tue ich. Ich bin sehr empfindlich. Ja gut, okay, das gilt vielleicht für dich. Ach, das gilt jetzt für alle. Yeah. Das ist eine Regelung. Das ist so. Das ist jetzt Gesetz. Im Normalfall würde ich mal sagen, würde ich mal jetzt behaupten, dass du weißt schon. Der Normalsterbliche. Der Normalsterbliche schafft das. Der wird davon nicht unbedingt krank. Hoffe ich zumindest. Auch dazu könnte man Kommentare verfassen, weil ich das nicht genau weiß. Und ich hier sonst einen kleineren Disput habe. Mit wem? Mit dir. Oh. Darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen. Nee. So, wir nehmen mal die Weißen mit. So. Das ist cool. Nein. So, und die bringen wir natürlich nach Hause. Wird schon wieder spät, ne? Ja, es wird wieder dunkel. Dann können wir den Blumen nämlich... Ach nee, da wollte ich noch runter. Kann man irgendwie lang. Aber hier ist nichts, so. Was will man da? Nee. Ja, im Winter ist dieser See ja auch. Im Winter ist der See zugefroren, dann gibt es da nochmal eine zweite Höhle, in der man graben kann. Oh. Da gibt es dann auch Orikalkon. Auch das? Ein Erz, mit dem kann man dann Schmuckstücke schmieden, wie Ringe und dergleichen. Also wie Schmuck. Frauen stehen auf Schmuck. Nicht alle, aber Karen zum Beispiel. Echt, Karen steht auf Schmuck? Ich dachte jetzt eher so an Tupuri, Ellie. Nee, die steht so auf Schmuck und weil das ist wohl die schwerst zu bekommende Frau im ganzen Spiel. Karen. Ja. Die sieht am einfachsten zu bekommen aus. Nee, also am einfachsten ist Tupuri und Ellie. Ja, aber finde ich jetzt. Ja, weil du kannst, wie heißt sie jetzt, Karen, nicht mit Blumen beeindrucken oder so. Das ist der Fakten egal. Deswegen ist es sehr extrem schwer. Ja, Wein kaufen und so ist teuer. Ja, auf Wein vielleicht. Oder an hätte ich jetzt auch durch das Gasthaus ihres Vaters mit Wein oder so. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber dass Karen auf Schmuck steht, hätte ich nicht gedacht. An steht auf alles, was man verkochen kann, weil das ist die beste Köchin im ganzen Dorf. Das heißt, alles, was es an diese Bambussprossen und all so ein Blödsinn und Eier und so, das kann man alles ihr geben. Das ist schon okay. Und auf Blumen mag die aber, glaube ich, auch die anderen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das weiß ich halt von anderen. Dürfen wir auch nicht ausprobieren, da das nicht gewünscht ist. Nö, wenn ihr jetzt sagt, okay, dann guckt ihr mal, dann guckt ihr mal nach hier, diese Mai, die soll auch ziemlich schwer zu kriegen sein, der Bücherwurm. Mary, genau. Ja, ich meine, du kannst kein Buch binden und ihr schenken.
Nee, da musst du dann über andere, aber viel reden und dann hier und da und immer so seltene Pflanzen und so eine Scheiße. Na, bist du denn mit der Arbeit schon fertig? Was gibt es Schöneres als ein Gläschen nach einem langen, harten Arbeitstag? Ich glaube, ich gönne mir jetzt gleich mal was Richtiges. Ja. Ich meine, beleidige ihn nicht immer mit Wasser. Ohne Scheiß. Das stimmt schon. Ich sollte mal wirklich sagen, dass... Ich sollte zeigen, dass ich ein Mann bin. Ich zeig an, dass du ein Mann bist. Hey Junge, reich mir mal was drüber hier von der Theke. Was möchtest du trinken? Zum Mitnehmen gibt es bei uns nichts. Junge, gib alles. Gib mir jetzt... Traumlikör. Nein, ist zu teuer. Ananassaft. Milch. Dann nehme ich den Ananassaft. Okay, kommt sofort. So, bitteschön. Wuhu! Erstmal alle Frauen angraben. Willkommen, willkommen. Die mag dich aber nicht. Wenn du etwas bestellen möchtest, sprich mit meinem Vater. Klar, mag die mich nicht. Der habe ich auch noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. In keinster Weise. Nö. Trink nicht zu viel. Du sollst aber, was trinken, sollst aber nicht zu viel Saft. Trinken. Oh, Ostra, du bist fertig mit der Arbeit? Ja, bin ich. Immer noch. Der sieht aus wie Graf Dracula. Kann man ja mal sagen. Ja, tut mir leid. Gute kleine Nora. Du bist immer im Gasthof, was? Wo soll sie sonst sein? Keine Ahnung, das ist, glaube ich, das ist nicht deren Plätze, glaube ich. Echt nicht? Seit ich ins Dorf gekommen bin, überlege ich, was ich tun soll, aber ich kann mich für nichts entscheiden. Der sieht aus wie... Ich werde hier im Gasthof bleiben, solange ich das Geld habe. Bitte. Der sieht aus wie von Dragon Ball oder so. Ja, ne, irgendwie. Der dann so mit der Hand dann auch noch so macht. Ob ich das Land immer noch hasse? Kein Sarkasmus, bitte. Oh. Natürlich schätze ich Mary. Aha! Da ist es doch raus. Da bandelt sich schon was an. Ja, der ist schon ganz weit bei seiner Süßen. Das müssten wir eigentlich unterbinden, aber... Ich meine, mit der Bücherfee, ich weiß nicht, ob man da wirklich... Nein. Gut, das muss ich ja nicht entscheiden. Ein Glück. Ja, ich meine... Außerdem, was heißt die Bücherfee? Hast du was gegen Bücherfeen? Nein. War jetzt die richtige Antwort? Nein. Vielleicht findet ihr das heraus. Nein, okay. Doch, ich habe gegen alles was. Ich darf ja, ich muss ja objektiv bleiben. Mir muss das völlig egal objektiv sein. Objektiv ist aber nicht, wenn du sagst, ja, weiß ja nicht, mit dieser Büchermausen. Wieso, ich sag doch nur... Das ist aber nicht objektiv, du sagst deine Meinung. Dafür bin ich ja, das ist ja auch ein Kommentar. Und mit einem Kommentar jetzt verbindet einmal, man seine Meinung ja auch. Nein, nein, ist okay. Ja. Wir sind also nicht objektiv, wir sagen unsere Meinung. Genau. Gut. Trotzdem darf ich es nicht entscheiden. Ja. Hundi! Okay, okay. Gut, dass du keinen Hund hast. Das stimmt. So, erstmal ein bisschen knacken. Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Gut, gut. Was? Egal. So, jetzt haben wir Fest. Jetzt haben wir Fest. Das ist ja kein Fest. Das ist ein ganz normaler Tag für alle. Nur halt an dem Tag schätzen die es besonders, wenn du denen jetzt Kekse schenken würdest. Wenn die so, woo, oh yeah, I take off my shirt for also you. Eher, also so Peace-Kekse, ja? Ja, nee, das sind so na, das sind keine Friedenskekse mit Kokka drin. Das ist ganz normal. Ja, aber wenn du sagst, juhu. Die Geburt soll heute stattfinden. Ach so, von deinem Cookie. Ja, ich weiß auch, wie er heißen soll. Wie denn? Ja, das gab es im Kommentar. Es braucht einen Namen. Und der Kommentarschreiberbär wird sich da wieder erkennen. Wird das nicht anders geschrieben? Nein. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Ich meine aber ja. Ich hänge jetzt die Nummer nicht mit dran, sollte aber reichen. Phoenix? Meine Familie ist größer geworden. Zeit noch härter zu arbeiten, ja. Ich muss jetzt, okay, dann muss ich jetzt Werbung machen an dieser Stelle, wenn du so, kann ich jetzt was essen? Nein, Essen fällt heute aus, weil Geburt, okay. Wuhu! Der Phoenix ist der junge Herr, der Indie-Games macht. Und der macht diese Titel wie, Homeward und auch Shady Casket. Beides ist jetzt erhältlich. Homeward ist gratis. Und Shady Casket gibt's auf Desura oder als auf Indie.db. Ja. Und, ist gut. Okay, cool. Kann man sich... Habe ich auch mal gezeigt, dass das gut ist. Aber ich dachte, er würde Phoenix heißen, nicht Phoenix. Ich glaube so. Ah, Mist. Also wir müssen jetzt erst... Und wenn dann
sollte jetzt mindestens klar sein, dass er gemeint ist. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Wenn ja, ich kann... Es tut uns leid. Ich kann immer noch beichten, dass ich das Huhn blöd genannt habe. Dann nenne ich das nochmal um. Das geht jetzt. Stimmt. Ich kann auch nochmal beichten gehen, dass ich Arbeit hasse. Was ich eigentlich die beste Möglichkeit im Spiel finde, das Spiel selber zu verarschen. Und dann? Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht muss ich dann... Dann sagen die Tschüss? Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, aber hör mal zu, Ostra. Ja. Haben wir nicht schon längst gesagt, dass wir die Angel nur im Sommer kriegen? Nein, das ist ja am Wochenende von dem. Ah, ein Schaf. Oder ist das ein Schaf? Das ist ein schwarzes Schaf. Sag mal, warum gehst du eigentlich nicht zum Angeln? Magst du keinen Fisch? Die kleinen werfe ich wieder rein und die großen Fische verkaufe oder esse ich. Gib mir die Angel. Da gibt hier keine Angel. Doch! Ich schwöre es! Aber irgendjemand hat nicht irgendjemand gesagt, die kriegst du nur im Sommer. Ich hab das mal behauptet. Ach so. Aber ob das stimmt? Also ich hab mich extra nochmal damit beschäftigt. Wir waren aber schon mal bei dem Typen. Ich erinnere mich. Aber nicht am Wochenende. Ja, aber. Geh jetzt nochmal hin, vielleicht hat sich das eventuell jetzt geändert, wo ich jetzt nochmal hier auftauche. Wenn nicht, ist das sehr schade. Da müssen wir es echt bis zum Sommer aushalten. Komm mal her. Ach, ich weiß, woran es liegt. Shit, Tormondo. Woran liegt's? Ist die Frage, ob ich den Tag nochmal neu lade. Warum? Aber ich habe noch den Sonntag. Ich habe keinen Taschenplatz für Werkzeug. Au. Ja, also nochmal laut. Ich habe keinen Taschenplatz für Werkzeug und deswegen geht das nicht. Habe ich mir selber jetzt natürlich irgendwie verbaut. Dumm, 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 dumm. Um das mal so zu sagen. Ja. Das war mies gelaufen. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Aber wir haben ja noch den Sonntag. Aber das gibt's dann in der nächsten Folge. Dann gibt's dann Angel. Angelspaß. Wir holen die Angel. Mit anfassen. Ich wusste, dass irgendeine versaute Sache wieder kommt. Das ist gar nicht versaut. Ja, natürlich ist das versaut. Ich kann auch meine Angel anfassen. Und ich kann ja auch die Angel auswerfen, den alten Wurm raushängen. Ja, nein, nein, ist gut. Und wieder einmal werde ich mich entschuldigen. Später. Am Ende der Folge. Für das komplette Video entschuldigen. Sorry, dass wir das Video gedreht haben. So. Ihr kleinen Pipifaxe. Und geh mal rein. Der pinkelt dir gleich wieder nur aufs Feld. Ja, egal. So schön als gießen. Alles gießen. Auch guck mal, hier die Kartoffelchen sind auch gewachsen. So sehen die Kartoffelchen aus. Zumindest ihr Sträußlein. Warum, was ist denn hier los? Hä? Warum sind die nicht gewachsen? Das hat überhaupt keinen Sinn. Oder habe ich einen Tag später nochmal Kartoffeln gekauft oder sowas? Oder habe ich hier Kohl oder sowas? Ach nee, wir hatten noch Kohl gekauft von Bonn, ne? Ja. Oder so ein Spaß. Ja. Irgendwas haben wir doch nochmal. Wofür irgendeinen Scheiß haben wir nochmal Geld ausgegeben. Das war zwar in der letzten Folge, aber die ist schon ein bisschen länger her. Ja, eine Woche immer. Keine Ahnung mehr, was das war. Genau, und wenn ihr wollt, dass sich hier drastisch was verändert am ganzen Let's Play, dann sage ich euch nochmal, ich weiß, es nervt, aber solange ihr das nicht macht, höre ich auch nicht auf. Und zwar, ihr schreibt Kommentare fleißig. Das wäre sehr wünschenswert. Dann können wir nämlich hier mal richtig Gas geben. Oder auch halt nicht. Wenn du sagst, ja, liegt man den ganzen Tag in der Ecke, dann machen wir auch das. Machen wir auch das. Wir stehen einfach da rum, lassen die Zeit verstreichen. Obwohl, das will ja auch keiner sehen. Na, wenn es kommentiert wird, anscheinend ja doch. Ja, okay. Ich meine, dann trinke ich hier so meinen Cocktail. Okay, dann leg mich in eine Liege. Quatschen nur mal den Tag. Genau. Ist gar nicht so schlimm. Also, man merkt, noch geht's. Ich meine, es ist erstmal 11 Uhr oder 12 Uhr, dann geht es einigermaßen noch. Aber was wir auf jeden Fall machen müssten, ist die beiden Blümchen wegbringen. Die weißen, die wir jetzt mit Täschchen haben. Ja. Ich würde Listi auch rausstellen. Aber oh, Listi. Oh, Listi. Dein Fell ist so seidig glänzend. Werd schnell. Oh, ich habe mir die Augen gebürstet. Ja, das liebt Listi. Ja? Das fühlt sich gut an. Hat er mir gebeichtet. Schön die Augen ausgekratzt. Mit der Bürste. Jetzt sind die ganz. Was macht er da? Achso. Das Übliche. So, dann mal zu den Hühnchen und Kükchen. Die Hühnchen? Die Hühnchen. So, ach, die laufen ja schön hintereinander. Das sieht aus wie so ein gelbes Dotter. Das macht doch nichts. Ist auf jeden Fall nicht das Ei. Wenn man es schafft, den Hühnermarathon dazu gewinnen, diesen Hühnerkampf, den Hahnkampf,
dann, dann sieht das goldene Ei genauso aus wie so ein Küken. Das ist dann immer sehr verstörend, was man da gerade in die Versandbox werfen will. Und ich meine, wir können ja theoretisch den Phönix auch verkaufen, wenn es nicht der richtige Name ist. Ist ja nicht, merkt er gar nicht. Dann ersetzen wir den einfach. Ja, aber es ist auch ganz schön mies, ne? So ein Hahnkampf. Ja, aber das sind einige, erschrecken sich nur gegenseitig die Hühner. Ich meine, das ist wie ein Stirnkampf. Ein Stirnkampf? Ein Stierkampf. No. Ich meine, die töten sich, die Hühner. Nein, hier wird das darauf geachtet, das ist artgerecht. Dankeschön, das gefällt mir sehr. Das ist die Lieblingsblümchen von die Maus. Ja, gefällt dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Langweilig. Das ist ein Geheimnis, okay? Ich weiß gar nicht, was sie mal hat. Keine Ahnung. Ich hatte übrigens noch nie eine andere... Darf ich das sagen? Doch, das reizt das noch mehr an, glaube ich. Ich hatte noch nie eine andere Heiratskandidatin außer Ellie. Ich habe immer Ellie geheiratet. In 5-mal Harvest Moon spielen. Aber ich hab nie länger geschafft als 3 Jahre, weil ich niemals mich mit irgendjemandem angefreundet habe, außer mit meinen Pflanzen auf der Farm und mit Ellie. Deswegen, es gibt einiges zu tun. Seht ihr, da gibt es ein großes Problem. Ellie hält ihn ab, ganz normal zu denken, ganz normal weiterzumachen, sich mit anderen zu unterhalten. Oh, der Bürgermeister. Bürgerberater. Hallo, Strana, ist das nicht ein tolles Wetter heute? Finde ich. Ellen und ich essen am Wochenende immer Apfelkuchen. Wir beide lieben den Apfelkuchen, den es im Gasthaus gibt. Oh ja, Apfelkuchen ist geil. Ich will auch gedeckten Apfelkuchen. Hallo, Hallo, Ostra. Es wird wärmer. Stu zeigt mir jeden Tag irgendeinen Käfer, den er gerade aus dem Boden... der gerade aus dem Boden gekrabbelt ist. Das ist so süß. Ich esse immer Sandwiches zum Mittag. Ich liebe Sandwiches. Ellie kauft Fleisch und solche Sachen. Und ich bringe alles zur Großmama, damit sie ein Sandwich macht. An Feiertagen macht Ellie meine Sandwiches. Haha. Dir nämlich nicht. Die warme Luft macht mich schläfrig. Ich werde vielleicht ein Schläfchen halten. Aber nicht mit Apfelkuchen in der Fresse. Hoffe ich. Also bitte, dann ist das Schlafen doch viel besser. Außerdem kriegt man sehr raritäre Kochrezepte. Hallo, Samstag gehe ich runter ins Dorf, um Eier und Milch zu kaufen und andere Dinge zu erledigen. Das ist übrigens Gotts. Ich weiß. Oder wie der heißen mag. Gucken wir mal, ob Karin da ist. Hallo sagen tue ich trotzdem mal. Ja. Ah! Die liebe Karin. Karin. Hallo. Hallo. Ich bin nicht gewohnt zu lesen, Entschuldigung. Was kann ich für dich tun? Du kannst mir dein Herz öffnen. Wie wär's? Ja, nein. Mit meinem super spanischen Akzent könntest du dich mit mir anfreunden. Ich sage Wein und Smuck und ich flüste dir smutzige Dinge. Oh, hast du es gehört? Versaut. Warum? Ich muss mich echt jedes Mal für dich entschuldigen. Ich will die Spannungen nicht. Ja, okay. Hallo? Oh, Ostra, was ist denn los? Ich habe dir Blümchen mitgebracht. Danke dir, juhu, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Auf jeden Fall. Nein. It's getting hot in here. Nein, ich meine, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Du hast gerade gebeichtet, dass du immer nur sie geheiratet hast. Jetzt wissen wir alle, auf was für ein Typ du stehst. Kurzhaarig, langweilig, dumm. Warum dumm? Die ist Hebamme. Die ist keine Hebamme. Natürlich. Krankenschwester und Hebamme. Alles in dem Dorf, die sind ja sowieso meistens mal 5 Sachen. Ich meine, die sieht aus wie 12, die ist doch keine Hebamme. Die sehen alle aus wie 12. Nein. Hallo, schönes Kind. Hallo. Weißt du, diese Bücherei wurde gebaut, damit die Dorfleute die Bücher meines Vaters lesen können. Moment, warte, was? Stopp. Also, Moment. Wir haben nur eine Bücherei, damit wir lesen können, was dein Vater geschrieben hat und alle anderen Bücher sind... Fuck, okay? Das willst du gerade sagen. Ist das bisschen... Du weißt schon? Willst du irgendwas dazu sagen? Ich sagen. Wir fügen immer neue Bücher hinzu und tauschen andere aus. Du solltest also regelmäßig in die Bücherei kommen. Also wenn dein Vater neue Bücher schreibt, schmeißt der Bücher raus, die dein Vater nicht geschrieben hat. Und das ist austauschen. Okay. Ah ja. Ja. Oh, nein. Du gehst nicht in die Bücherei, ich halte dich ab. Wie verschmitzt er doch guckt. Lesen ist ziemlich interessant. Ja. Mit Mary. Mary empfiehlt mir immer gute Bücher. Von ihrem Vater. Hier, das ist das Kamasutra. Solltest du mal lesen. Okay.
Ich weiß ja nicht, was die so machen da. Ich bin objektiv. Ich sehe nur das. Das Einzige, was du heute bist, ist versaut. Wir sollten uns vielleicht dafür ein Schwein kaufen. Ach nee, Schweine gibt's gar nicht. Nee, leider nicht. Wäre eine gute Idee eigentlich. Ja. Die besten Freunde von dem Charakter von Harvest Moon. Das Schwein. Du kannst einfach von Ustra sagen. Oh. Ich dachte, das fällt dir nicht so auf, wenn ich doch, das so fällt mir, das fällt mir dann auch viel deutlicher auf. Aber hast du gesehen, wie viel das Mithril dann Geld bringt? Da haben wir mal eben locker flockig 1000, weiß ich nicht, was die haben. Keine Ahnung. Gold. Gold. Sagen wir Gold. Gül. An den Gül gab es immer bei Final Fantasy. Ah. Es wird langsam, die Dämmerung bricht herein. Du hast gar keine Cookies gebacken. Nee, ich habe auch nicht Küche. Und ohne Küche keine Cookies, das ist normal. Keine Arme, keine Kekse. Was soll ich denn machen? Du hast alles ruiniert. Den ganzen Tag hast du ruiniert. Quatsch, mein Hündchen bleibt jetzt draußen, morgen ist gutes Wetter. Okay. Was auch immer das gerade war. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet, aber... Sind sie schon am Schneeschieben ohne Schnee oder sowas? Keine Ahnung, was sie hier veranstalten. Ich könnte dann nochmal... Runter und ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Erdschürfen oder Geld oder weiß ich nicht. Alles. Habe ich denn mit? Ja. Hast du einen Platz? Ja, drei Stück. Ich habe gerade alles weggemacht. Ja, tupfen wir ein bisschen. So, die Frage ist, und zwar genau diese... Wo ist Eingang? Wo ist Eingang auch? Nee, und zwar das andere. Was wollte ich denn jetzt fragen? Da war aber eine ganz heikle Angelegenheit. Genau, welches Werkzeug ich als nächstes aufwerten soll. Ich bin ja persönlich für den Hammer, weil den brauche ich nicht so oft. Und das Gute daran ist, wenn ich den erweitere, ich darf nicht so viel arbeiten, ich muss darauf aufpassen. Wenn ich den erweitere, dann kann ich die großen Steine wegkloppen überall und wirklich überall. Das ist so eine Sache, das könnte man mal sich durch den Kopf gehen lassen. Und du solltest wirklich nicht so viel arbeiten. Das wollte ich nicht. Ja, wir müssen ja noch, dann für den nächsten Tag wollen wir ja ausgeschlafen sein, um die Angel zu kriegen. Deswegen fragt er immer so komisch, magst du keinen Fisch? Weißt du, das ist mal diese komische YOLO-Frage. Die YOLO-Frage. Die YOLO-Frage. So, wir sind viel zu kaputt. Ja, du versuchst es trotzdem. Ja, so geht's ja, wenn ich tief genug komme und dann noch irgendwas austauschen kann. Naja, ich gehe hoch. Dann fresse ich immer blaues Kraut, das liegt da noch irgendwo da rum. Ja. Und dann? Und dann gehe ich mal in die heiße Quelle. Und das hier muss ich essen? Wie ging das nochmal? Mal eben gucken. Also ich glaube so. Njam, 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 njam! Okay. Weil ich hätte irgendwie auch kein Frühstück wegen dem Huhn. Badespaß! Badespaß! So eine heiße Quelle ist schon geil. Es ist wie ein Whirlpool, den man zu Hause hat. Ja, nur halt natürlich. Mal. Die sieht nicht natürlich aus. Gibt's ja auch in Natura. Ja, aber die jetzt irgendwie nicht. Doch, klar. Das ist nur drumherum gebaut um die Felsen, aber die Felsen gab's ja vorher schon. Ich habe auch aber die so Idee... so eine runde, unnatürlich aussehende Quelle gibt's eigentlich. Wenn ich hier in diesem Wasserfall, den ihr leicht oben sehen könnt, meinen Ertrag schmeiße, und zwar 5 Stück, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Rüben da reinschmeiße, das geht natürlich erstmal im größeren Rucksack, dann kommt da die super Erntegöttin, die super Erntegöttin, und ist die Frage, ob ich mich mit der mal unterhalten sollte. Irgendwas gibt's dann da. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber irgendwas Interessantes gab's da. Ist jetzt die Frage, ob ich Hab ich dann Geld gekriegt in irgendeiner Weise? Ja, jetzt habe ich wieder richtig Kohle gekriegt. Und was ist die Frage? Die Frage ist, erstmal, ob ich nochmal ins Gasthäuschen gehen soll. Es ist nichts gekommen. Oder ich gehe jetzt nochmal eben zum die Angel holen. Das geht auch. Dann können wir nochmal eine Runde angeln. Das machen wir. Das geht nämlich morgens und abends. Aber du bist doch schon so erschöpft. Kannst du das auch mit dem erschöpft sein? Angeln? Ja. Ja, Angeln ist nicht ganz so schlimm für die Erschöpfungsleiste. Hoffe ich. Aber wenn, wir waren ja in der heißen Quelle und haben das blaue Kraut gefressen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Stimmt. Aber das sollten wir uns nochmal antun. Nochmal versuchen, die Angel zu holen wenigstens. Ob es nicht zu spät ist? Nee, nee. Das ist ja erst spät. Abends tut man ja im normalen Leben entweder spät abends oder morgens früh. Was? Warst du schon mal angeln? Warst du schon mal angeln? Ja. Dann weißt du das. Also wenn du gute Fische fangen willst, dann musst du früh aufstehen, ganz früh. Oder halt abends angeln. Dann, wenn sich das Gewässer beruhigt und so. Also wir waren immer um 5 Uhr abends angeln.
Das ist ja noch relativ früh. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine ja nur. Wir hatten immer Forellen. Forellen sind gut. Ich meine, du kannst mittlerweile... Ah, das kommt dann nämlich wieder. Du kannst aber auch angeln. Ist der dunkler geworden? Ja, das ist auch dunkler geworden insgesamt. Du kannst aber sogar mit Stock und hier in der Wand angeln. Ja, in der Gegend, im Meer und im See, könnte man viele Fische fangen. Willst du auch mal, willst du das Angeln auch mal versuchen? Angeln versuchen! Das ist genau das. Also gut, ich gebe dir meine Angel. Angel. Okay. Der hat immer noch eine in der Hand. Ja. Oh yeah! Du solltest auch abwarten können. Ja, ich muss die Taste gedrückt halten, Entschuldigung. Oh, was ist das? It's a trap, it's a fish. Was ist das für Fisch? Der sieht komisch aus. Mittelgroßer Fisch, komm, man kann ihn essen oder verkaufen. Du kannst ihn auch in den Fischteich setzen. Und genau... das habe ich, glaube ich, vor. Echt? Ja, denn nicht? Ich kann ihn auch mal eben, Und dann? Ich kann ihn auch verschenken. Was hältst du denn davon? Ja, aber was ist denn mit Fischteich setzen? Oh, da ist Karen. Oh, Karen, hi. Guten Abend, Ostra. Magst du das Meer? Ich liebe Meer. Ich mag das Meer in der Nacht. Das Geräusch der Brandung, es weckt Erinnerungen. Ich weiß zwar nicht an was, aber... Ja, will sie irgendwie auch nicht verraten. Nee, dafür hat sie doch das schwarze Herz. Noch zu schwarz. Ja, also was machen wir? Verkaufen wir das Ding? Ja, aber was ist denn, wenn du das in den Fischteich setzt? Wie, dann kann ich Fische züchten. Cool. Aber Fischfutter kriege ich dann erst wieder am Montag. Ich glaube, sonntags hat der Laden nicht auf. Aber ist ja nicht schlimm, die sterben ja nicht im Fischteich. Die vermehren sich halt nur nicht, wenn ich die nicht fütter. Ich meine, ein Fisch kann sich ja eh nicht vermehren. Vielleicht ist der... Ach, ist egal. Vielleicht macht der Zellteilung oder sowas. Es gibt Möglichkeiten. Nicht für Fische. Ja, ist okay. Ach Gottchen, das ist so angenehm, wenn komm, man alles Fisch sagen muss, weil der andere das schon weiß. So, jetzt habe ich hier, siehst du, meine Übersicht. Ein Fisch. Ein Fisch. So, und Mio mag dich schon. Drei Herzen, siehst du? Mhm, mit der mache ich, glaube ich, das Huna-Festival. Dann kannst du dann goldene Eier legen den ganzen Tag. Dann kann ich auch goldene Eier legen. Na super. Gut, dass du auch ansprichst, dass ich dann goldene Eier legen kann. Ja, dann musst du es ja tun. Du willst doch wohl deinen Beitrag leisten. Ich meine, erstens, den leiste ich schon. Und zweitens? Ich hab's vergessen. Gut. Wir schreiben in das Tagebuch und... Du wolltest noch was sagen. Ja, ich entschuldige mich mal wieder für Ostra. Und diese seine Versautheit. Ey. Hast du dich ans Skript? Und diese ganze Folge Harvest Moon könnt... ihr natürlich auch kommentieren. Ich hatte gerade keine Hammer. Ahnung, was und du da wolltest. Könnt ihr dann Werkzeuge und allen möglichen Quadradatsch, den man so haben kann und brauchen kann. Oder mal eine andere Frau anstatt Pupuri oder Elli. Ihr habt alle Möglichkeiten. Nutzt sie. Oder ihr euch fällt ein neues Wort ein, das ihr gerne mal reinschreiben möchtet, das so wie unser Tierchen dann das nächste Mal heißen soll. Wir kümmern uns jetzt bald darum, dass wir auch Kühe bekommen. Das ist ja noch ausstehend. Das müssen wir jetzt machen. Außer ihr sagt noch Schafe. Noch habt ihr die Chance, das abzuwenden, dass wir Kühe holen. Sonst das nächste Große, was ich anschaffen werde, sind Kühe. Mit einer Kuh und ihr müsst sagen, wie sie heißen soll. Genau. Dafür bedanken wir uns. Seht auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es natürlich mehr von Ostra. Sonst tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.